Und so wurde es Nacht. Wir haben verloren. Wir haben den Kampf verloren. Aber den Krieg, den haben wir noch nicht verloren. Es gelang ein paar verzweifelten Seelen die Flucht. Und sie machten sich auf den Weg, es an anderer Stelle erneut zu probieren und es besser zu machen. Noch also gibt es Hoffnung. Die Hoffnung auf einen besseren Morgen. Die Hoffnung, dass die Menschheit die Erde zurückgewinnt. Die Welt, so wie wir sie kennen, gehört der Vergangenheit an. Das sogenannte Blutrauschvirus ist aus dem Nichts aufgetaucht. Die Menschen wurden dadurch extrem gewalttätig, aggressiv und unbeherrschbar. Bald darauf wurden die Infizierten blutrünstig. Sie glichen eher Vampiren als Menschen. Es herrschte Chaos, Angst und der Kampf ums Überleben. Verzweifelte Menschen waren genauso gefährlich wie das Virus selbst. Sogar unsere Liebsten konnten zu einer Bedrohung werden. Die Infektion verbreitete sich schnell über den ganzen Globus, in jeder Region, jedem Land, jeder Stadt. Es wurden drastische Maßnahmen ergriffen, um die Infizierten loszuwerden, aber sie schlugen alle fehl. Jene, die scheinbar immun waren, sahen ihre letzte Chance, sich in unterirdischen Bunkern zu verstecken, die wir provisorisch in Garagen und Kellern einrichteten, vollgepackt mit Lebensmitteln, Wasser und Luftfiltersystemen. Nur an solchen Orten, abgeschottet von der Außenwelt, schafften wir es zu überleben. Lange Zeit warteten wir auf ein Signal. Information, dass ein Heilmittel gefunden wurde oder die Situation sich stabilisiert hatte. Stattdessen wurden wir Zeuge davon, wie die Welt immer stiller wurde. Unsere Ressourcen gingen zur Neige, die Lebenserhaltungssysteme versagten. Und gerade als wir alle Hoffnung verloren, erhielten wir einen entfernten Funkruf. An alle Überlebenden. Die Infektionszahlen sinken. Sucht andere Überlebende und baut alles wieder auf. Das war der Anstoß, den wir brauchten. Es gab noch andere da draußen. Wir können zurück an die Oberfläche. Das Verstecken hat ein Ende. Aus den Ruinen der alten Welt werden wir unser neues Zuhause bauen. Joa, und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Infection Free Zone. Wir starten direkt nochmal rein. Ich habe richtig Bock, das Spiel weiter kennenzulernen. Habe jetzt einiges aus der ersten Staffel, sage ich mal, mitgenommen. Ist jetzt nicht ganz so lang geworden, aber gerade bei so einem Spiel, finde ich, gehört es ja auch dazu, dass man scheitert. Ne? Das ist auch ein bisschen so die Spielmechanik bei solchen Spielen. Du sollst dich ja ausprobieren und dann an deine Grenzen stoßen, daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Ne? Und genau das haben wir vor. Ich habe einfach Croften genommen, das ist direkt das Oberste, was empfohlen wird. Ich habe auch einfach draufgeklickt und alles so gelassen und fand das sofort super ansprechend, so von der Lage irgendwie. Hat mir super gefallen. Ich habe mehrere Karten ausprobiert, also Orte. Ich habe mir auch mal Großstädte angeguckt und so. Aber das hier sagt mir echt am meisten zu. Es ist relativ weitläufig, übersichtlich. Wir schauen einfach mal, was das jetzt hier bringt, ne? So, und damit bei einem Let's Play geht es ja auch um Spaß. Also Herausforderung für mich privat kann teilweise gar nicht hoch genug sein. Aber wenn ich hier auch noch ein bisschen ja euch unterhalten möchte, wenn ihr auch da einen gewissen Spaß dran haben wollt, denke ich, ist es besser, wenn man es da mit dem Schwierigkeitsgrad vielleicht nicht so übertreibt. Es sei denn, man will diese Herausforderung, mal schauen, wie viele Tage überleben wir das oder so. Kann man ja vielleicht auch noch alles machen. Aber jetzt wollte ich einmal das nochmal vernünftig spielen. Bin bei den Ressourcen einen Tacken hoch und bei den Zombies einen Tacken runtergegangen, dass es vielleicht insgesamt ein klein bisschen ruhiger ist für uns. Und ja, und das, was wir jetzt so bis jetzt gelernt haben, dass wir das jetzt einfach besser umsetzen. Ja, so sieht das aus, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich als erstes, ich will eigentlich gar nicht, ich will einmal direkt schon mal hier mir nochmal einen Überblick verschaffen. Holz haben wir hier auf jeden Fall viel in der Nähe, das ist schon mal sehr gut. Und da würde ich sagen, wir werden auch einfach mal sofort welche ans Holzfällen schicken. Vielleicht hier.
Und wenn hier irgendwo welche sind, will das mal kurz checken, dass die uns nicht im Weg sind. Gleich, wenn wir eine Palisade bauen und so weiter. Nee, sieht aber gut aus. Aber die können sie trotzdem auch noch mit wegmachen. So, jetzt würde ich als nächstes das gleiche mit Metall machen. Damit hier zumindest hier die Straßenlaternen uns nicht so im Weg sind. Ich drehe mal ganz kurz ein bisschen so. Und dann machen wir das einfach mal so. Ach, dass das nicht drin bleibt. So. Hier, da zum Beispiel. Das muss auch alles weg. Ja. Ich glaube, das müsste soweit alles sein. Genau, norden wir das Ganze wieder ein. Unterkunft. Wir haben 40, hier passen rein 16. Okay. Bisschen zu klein. Aber die sind wahrscheinlich alle nicht wirklich größer. 26. Nee, das reicht nicht. Joa. Können ja auch zwei kleinere Häuser nehmen. Wie viel passen hier rein? 20, 18, 15. Ich habe vor allen Dingen gerade wieder aufs Holz geguckt. Dann würde ich sagen, einfach zwei kleinere Gebäude, dass wir erstmal... Ja, eins wäre natürlich schon besser, damit sie nicht gleich zwei machen müssen. Aber 17, 17, das nimmt sich auch alles nicht wirklich viel. Hier wären es 20, würde ja aber auch noch nicht reichen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das. Und das. Ist ja dann auch nicht ganz so teuer, ne? Was kostet das jetzt? Ja, obwohl 26 ist auch schon ein bisschen was. So. Jetzt sind auch fast alle beschäftigt. Lagerhaus könnten wir auch, aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, hier passt ja auch ein bisschen was rein, ne? Naja, nicht viel, aber... Achso, und was wir auf jeden Fall machen, ist... sofort noch ein zweites SWAT-Team. Das brauchen wir definitiv. Ja, ich würde sagen, so lassen wir das erstmal. Lass sie erstmal machen. Jetzt kommt die erste Nachricht erstmal rein. An alle Survivors. Die Infektionen sind rückläufig. Okay, das wissen wir ja mittlerweile. Auch aus dem Vorspann, dass sie ja deswegen auch wieder an die Oberfläche zurückgegangen sind. Hier spricht... Nehmt das. Das ist die infektionsfreie Zone. Bitte antworten an alle Survivor, die Infektion... Ja, es ist halt das gleiche nochmal. Machen wir Kanal umschalten. Chief, das ist die gleiche Übertragung wie zuvor, aber das Signal ist noch schwächer. Unsere Walkie-Talkies sind nicht stark genug. Für Langstreckenkommunikation. Wir müssen eine große Antenne bauen. Die örtliche Bibliothek oder Universität wäre ein guter Ort, um nach Informationen darüber zu suchen, wie man sie bauen kann. Ja, machen wir auch noch. Und ist ja gleich um die Ecke. Okay. Erstmal müssen wir hier das noch einschalten. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wollte ich. So. Ich würde sagen, bevor wir all sowas machen, gehen wir erstmal Essen suchen. Warte. Ach Quatsch, falsch. Das hier. Und dann macht ihr die drei Häuser. Und ihr erstmal die drei. Wir sammeln erstmal ein bisschen was. Dann werden wir ganz schnell
überlege, wir werden hier so zumachen, denke ich. Hier so auf der Höhe des Baumes. Das heißt, wir können erstmal hier auch einen Turm hinsetzen und dann die Palisade davor. Irgendwie so, schauen wir mal. Lassen die erstmal gemütlich anfangen. Versuchen das auch diesmal ein bisschen überlegter und ruhiger zu spielen, logischerweise. Jetzt hat man ja ein bisschen Übung drin. Aber ihr dürft das auch nicht immer alles ganz so ernst nehmen. Ne? Das ist ein Spiel. Spiele sollen Spaß machen. Ich glaube, manche interpretieren da einfach viel zu viel rein. Und natürlich, wenn ein Spiel einen stresst oder wenn man sich noch nicht so auskennt, ja, natürlich, es ist ja auch Sinn und Zweck, dass man dann hektisch wird, ja, zum Beispiel. Oder im Eifer des Gefechts Fehler macht. Das ist alles menschlich, ne? Ich will mich da auch gar nicht rechtfertigen. Ich will nur sagen vorab, es gibt halt Leute, die haben damit ein Riesenproblem. Das weiß ich. Bin ja auch nicht das erste Mal selbst auf YouTube unterwegs. Ich meine, ich habe ja jahrelang selbst Videos geguckt. Und dann gibt es halt immer Leute, denen kann man es sowieso nicht recht machen. Das Problem ist, es zwingt euch ja keiner, etwas zu schauen, was euch nicht gefällt. Ne? Es ist ja auch immer die Sache der Art und Weise, wie man jemandem etwas sagt zum Beispiel. Ich sag das nur, weil zwei Kommentare bzw. zwei Leute, also da gefiel mir die Art und Weise absolut nicht. Das kann ich auch an der Stelle sagen. Ich bin ein lieber netter Mensch, nur gibt es bei mir da auch Grenzen. Und wenn ich merke, dass solche Leute häufiger einfach nur nerven, ich habe damit kein Problem, dass ich die einfach blocke. Ne? Also gar kein Problem. Da fackel ich auch nicht lange, weil ich möchte Störenfriede von vornherein nicht hier haben. Ich kann mich da auch täuschen dann. Ne? Ich sage auch nicht, dass das jetzt bei den beiden auf jeden Fall der Fall ist. Ich sage das nur vorsorglich, bevor immer Leute meinen, sie müssen sich über irgendwie Dinge aufregen oder zu allem ihren Senf dazugeben. Lasst es dann einfach. Wenn ich Fragen habe, und die hatte ich ja zum Beispiel in den ersten Folgen, dann kann man ja dazu mal einen Kommentar schreiben. Zum Beispiel, wie ich diese scheiß Waffen wechsle. Weil ich das... Da bin ich nicht der Einzige, dem das so ging. Ja? Andere spielen es dann aber zum Beispiel im Stream und die lassen sich das von ihrem Chat dann vorsagen. Aber ich sitze hier alleine, habe es nicht gefunden. Als Beispiel jetzt, ja? Und dann wäre es ja viel zielführender, wenn man dann solche Fragen beantwortet und nicht dann irgendwann Folgen später zu anderen Dingen irgendwie seinen Senf dazu gibt. Bloß mal so, ne? So, die haben jetzt aufgehört, weil es Nacht ist. Oder weil die fertig sind. Die sind schon fertig. Dann weiter. Das ging aber schnell. Erhöht sich damit auch die Geschwindigkeit oder so? Bin mir nicht sicher. Oder auch das hier mit der Reihenfolge in Warteschlange. Das habe ich für mich komplett falsch interpretiert. Ich dachte, ich kann da irgendwie die Baureihenfolge, diese Warteschlange beeinflussen. Habe ich jetzt auch kapiert, dass ich mit Shift den mehrere Aufträge zuteilen kann. Solche Hinweise in einem höflichen Ton hätte ich super gerne angenommen. Bloß damit das vielleicht ein bisschen klarer wird. Ja, also ich will mich jetzt auch hier gar nicht beschweren oder was auch immer. Ich will es bloß vorab sagen. Verkneift es euch, gewisse Dinge auch dann häufiger reinzuschreiben oder ja, wenn euch das einfach nicht unterhält. Es kann ja auch spannend sein, jemanden beim Überleben zuzugucken und zuzusehen, wie er scheitert. Das ist doch am Ende egal. Ne? Es gibt nun mal nicht immer ein Happy End und das wissen wir auch alle. Und das ärgert mich dann ein Stück weit. Ich lasse das zwar nicht an mich persönlich so ran, aber es geht mir da so ein bisschen ums Prinzip. Und dann, wie gesagt, es zwingt euch ja keiner, das zu schauen. Also von daher ist doch alles gut. So. Das dazu, das musste ich mal sagen, weil es ist wichtig, dass man das von Anfang an klarstellt. Und wenn das manche Leute einfach nur ein bisschen unglücklich formuliert haben, ist das alles kein Problem. Ja, und ich bin auch bis jetzt noch keinem wirklich sauer gewesen oder so. Ich sage das nur quasi vorsorglich, weil ich einfach weiß, dass es früher oder später zu dem ersten Fall kommt, wo ich sofort sage, nee, so nicht, so brauchst du mit mir nicht reden. Ne? Ich bin lieb, nett, höflich, lustig und so, aber da gibt es bei mir ganz klar Grenzen. Ne? Also ich bin auch keiner, der sich dann klein macht oder so, ganz bestimmt nicht. Habe ich im wahren Leben nicht gemacht und das werde ich hier vom Rechner erst recht nicht tun. So, weiter geht's. Shift, zack, zack, zack.
Und jetzt spielen wir hier schön gemütlich in dieses Spiel wieder rein. Ich finde, das hat übelst viel Potenzial. Und ich hoffe, dass es ab jetzt noch mehr Liebe als Hass ist. So. Zack, zack, zack. Weißt du was? Wir machen das hier gleich noch weiter. Die Schlange kann ich ja auch noch fortsetzen. Warte. Den hat jetzt das noch gegeben. Ihr macht dann gleich noch das. Obwohl, die greifen jetzt gleich wahrscheinlich schon das erste Mal an. Wir warten mal. Einen Takt stellen wir hoch. Auch damit werde ich es nicht so übertreiben. Aber dass die Nächte vielleicht nicht ganz so lang sind. Beziehungsweise, dass Plündern dann teilweise nicht so super lange dauert. Aber es geht eigentlich. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, hat sich jetzt die Ausbeute erhöht durch den Eintacken? Auch vom Plündern in Gebäuden oder hat sich dadurch auch die Geschwindigkeit erhöht? Weiß ich nicht. Ist auch am Ende nicht so wirklich wichtig. Ich frage mich das halt gerade so. Oh, da gehen wir dann gleich auch noch rein. Die sind schon wieder fertig. Nee, fast. So, danach machen wir natürlich auch noch die ganzen Gebäude hier. Zack, zack, zack. Zack. Und dann. Ja. Und das sollte das Spiel wirklich lassen. Ich weiß das. Ich habe das wahrgenommen. Das kannst du bitte lassen, okay? Hier waren sie doch fertig. Ja. Macht erstmal das. So, dann sind wir hier fertig. Das lassen wir jetzt auch so abarbeiten. Das ist bestimmt dann gleich schon gut gefüllt. Wir haben freie Arbeiter. Wir können. Wie viel Holz haben wir mittlerweile? Nicht so viel. Okay, das heißt, wir schicken jetzt noch welche zum Holzfällen. So. Am besten alles, was hier relativ in der Nähe ist. Oh, hier. Und vielleicht hier die zwei auch noch, hä? So. Ja, die kleine Bude könnt ihr trotzdem mal abreißen. Das bringt zwar nicht viel, aber hier will ich ja eventuell, obwohl wir müssen mal ein bisschen auch schauen, wie groß das Ganze dann wird am Ende. Wieder eine eingehende Übertragung. Sir, die Leute haben berichtet, dass sie Geräusche aus dem Untergrund hören. Sie befürchten, dass es Infizierte sind, die sich durch die Abwasserkanäle und Tunnel bewegen. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken und einen Angriff von innen vorbereiten. Das ist falsch. Okay. Nicht wichtig. Ja, Vorbereitung beginnt von mir aus. Die sind noch am Plündern. Jetzt würde ich sagen, weil ich es darauf nicht ankommen lassen will, dass hier vielleicht mal gleich kein Platz ist, machen wir erstmal noch ein Lager. Hier passt rein 200. Das ist natürlich sehr wenig. Da hätte ich schon gerne ein größeres Haus gehabt, aber das haben wir hier jetzt halt nicht. Da müssen wir jetzt mit leben. Dann könnte man sagen, was wäre das größte? 209, das hier. Aber das sieht ja eigentlich wie ein Wohngebäude aus, ne? 239. Andererseits muss es ja vielleicht auch nicht so riesengroß sein. Wir nehmen einfach das hier, würde ich sagen. Aber die sollen das erst plündern. Wir haben auch immer noch freie Arbeiter, sehe ich. Wir müssen da nochmal ran. So. Dann das als Lager bitte. So, Holz sammeln wir viel. Jetzt können wir. Sammeln wir noch mehr?
Komm, wir machen hier noch die zwei mit dazu. So, und hier haben wir jetzt... Ach, hier sind nur zwei. Also es braucht auch nur zwei. Okay. So, die sind fertig. Dann einmal bitte hier hin. Und ihr bitte hier hin. So, läuft alles ordentlich? Ja. Müsste man auch mal so grob überschlagen. Wir brauchen dann noch eine Krankenstation. Wir brauchen Forschung. Wir brauchen keine Ahnung, was es da alles gab. Waffen und Werkzeug. Schmiede. Drei, Küche, 5, 6, Kochhaus, 7, ich denke mal so 8, 9 mit Sicherheit. Let's do it. Oh, guck mal, wir können hier sogar später noch irgendwie eine Art hochwertiges Haus bauen. Dafür würde sich das hier irgendwie anbieten, keine Ahnung. Okay, das heißt so 7, 8, 9, 10 Gebäude mindestens. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. So, diese 12 bleiben definitiv stehen. Und hier ist es auch so, hier passen die Abstände auch besser. Weil, das gab da, wo wir letztes Mal waren, durch diese kleinen Gebäude, die konnten ja dort auf einmal nicht mehr langlaufen. Naja, sei es drum. Wir sind jetzt hier. Und jetzt am nächsten Morgen bauen wir erstmal die ersten Wachtürme. So, ihr seid fertig, ne? Ich hab das schon wieder verpeilt. Weiter geht's. Zweimal Gesundheitstechchen hier. Das ist doch schon mal gut. Medikamente heißt es. So, was habt ihr gefunden? Munition. Ja, dann erstmal zurück. Und dann das hier noch. Ja, so macht das doch gleich viel mehr Spaß. Wenn man so ein bisschen weiß, was man zu machen hat. Überlege halt, ob wir die auch noch mit reinnehmen und dann hier so... Let's do it. Wir können es ja aber auch ganz anders machen. Wir können ja... Das ist ja eigentlich unser wichtigstes Gebäude. Wir können ja hier als erstes eine Palisade jetzt bauen. Das Holz... Naja, so langsam geht es. Let's do it. Genau, jetzt geht ihr noch hier rein und da rein. Nein, nicht ihr. Kann ich das so zurücknehmen? Nee. Ja, das ist okay, wir gehen da gleich hin. Operator. Was ist das eigentlich nochmal? Zum Hauptquartier gehen. There's nothing left. Ja. Waiting orders. Essen haben wir ein bisschen was. Ist ganz gut. So, dann macht ihr jetzt noch das, das und das. Dann haben wir hier erstmal alles fertig. Und dann können wir auch gleich hier rüber gehen. Oh, ein Auto. Cool, cool, cool. Genau, wir werden jetzt, weil wir jetzt eh warten, bis es hell wird. Und ich lasse es jetzt auch langsam laufen. Wir werden jetzt hier schön gemütlich die erste Palisade bauen. Und zwar... Ah, da fällt mir gerade ein. Wie groß wird es mal am Ende? Ich glaube, bis hierhin wäre ganz gut. Dann hätten wir hier auch nochmal zwei Häuser. Und hier könnte man die Felder dann bauen. Irgendwie so. Hm. Die darf man ja auch nicht vergessen, die Felder. Ja, dann müssen wir bis hierhin. Dann muss aber das hier noch weg, ne? Scheiße. Kann ich das anklicken, um das abzu... Nein. Nee, kann ich nicht. Oder warte. Nee. Das ist bestimmt Metall. Oh, ich kann das? Ja, ich habe euch unterbrochen, ich weiß.
Ich kann das hier nicht abreißen oder wie sehe ich das? Das wäre ja schade. Nö. Nö. Nö, das kann ich nicht wegmachen. Na gut. Sind irgendwo Zombies? Da unten. Aber das zählt anscheinend nicht als Hindernis. Gut für uns. Dann würde ich sagen, das ging jetzt aber doch schnell, dass wir uns gefunden haben. Eben noch da unten. Dann müsst ihr mal zurückkommen, sicher ist sicher. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht nötig ist. Aber die waren ja eh fertig. Haben die noch was gefunden? Jo, eine Pistole. Sehr gut. So. Gucken, dass sie nicht von hier auf einmal kommen. So, jetzt ist aber auch gleich hell. So, jetzt können wir in Ruhe bei Tageslicht das hier machen. Belege, was haben wir denn jetzt? Ja, 65, das sollte passen. Erstmal das. Ich könnte ja auch sofort irgendwie was Stabiles bauen, aber ich möchte das so ein bisschen Schritt für Schritt quasi. Ich würde sagen, wir ziehen das wirklich so bis hier. So. Ich glaube, ich muss hier anfangen, damit das vom Abstand her gut ist. Hier. So. Sieht aus, als würde das einen Bogen machen. Macht's auch ein bisschen. Task complete. So. Und dann setzen wir da ein Tor rein. Wie sieht das denn aus hier mit dem? Ja, aber dann ist das jetzt halt so. Setzen wir das da hin. So, und jetzt den ersten Turm. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, hier. Die Sade geht aber relativ schnell, ne? Wie viel Holz haben wir denn jetzt noch? Ja, okay, ist fast weg. Erstmal neues Holz ranholen. Sieht sehr gut aus. Die noch. Die halt auch so ein bisschen den Blick, obwohl denen ja nichts passieren kann, ne, aber trotzdem. So. So viel dazu. Jetzt würde ich mal gucken. Können natürlich auch gleich bis hier vorgehen, das will ich ja sowieso. Bis hierhin soll es ja gehen. Ah, das ist nicht ein, kann man das nicht... Also nicht einrasten. Also irgendwie, das verstehe ich zum Beispiel nicht, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Weil es rastet ja gar nicht ein. Egal.
So. Jetzt muss diese Laterne hier weg. Und jetzt können wir den ersten Turm hier auf die Ecke setzen. Ich würde so gerne noch ein bisschen näher ran. Das ist wirklich... Ja, ich weiß. Ja, oder sollten wir lieber warten? Hinterher kriege ich den Zaun hier nicht gezogen. Ja, wir warten noch einen Augenblick. Das muss jetzt noch gehen. So. Ihr könnt ja mal hier hingehen. Ist hier noch was in der Nähe? Ja, da. Macht mal die vier. Bin ja mal gespannt, das Auto gleich nicht vergessen. Oh, hier. Baumarkt. Sowas hatten wir auf der anderen Map gar nicht. Fällt mir gerade mal auf. So, ich muss das wieder einordnen. Ja, das sieht gut aus. Theoretisch könnte man hier vielleicht auch noch ein Tor rein machen. Na, mal schauen. Vielleicht gar nicht so schlecht die Idee, ne? Dass die, ein Metalltor wäre irgendwie auch nicht schlecht. Na, wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal damit an. Wenn ich Pech habe, kriege ich das jetzt nicht mehr ordentlich gesetzt, kann das sein? Oder wenn das komplett fertig ist, geht es dann wieder besser? Ja, oder ich hätte es vorher machen müssen, wo es noch blau war. Dann lassen wir es erstmal so. Hey, da sind doch Leute! Die müssen wir holen. Reporting. Waiting orders. Roger. On my way. Going there. Going there. Dann ebenso. Sonst müssen wir hier dann nochmal drei rausreißen oder so und dann das mit dem Tor machen. Ich glaube, das wäre ganz gut, hier auch noch eins zu haben. So gefällt mir das schon mal richtig gut. So, neue Leute, das wäre super. Wie weit seid ihr hier? Waiting orders. So, wir sind auf Leute gestoßen, die sich uns anschließen wollen. Akzeptieren. Send them in. Gerade eine Errungenschaft, dass wir 10-mal Leute aufgenommen haben. So, es ist ja Nacht. Ich... Wisst ihr was? Wir sind vorsichtig. Wir bleiben mal hier. Und ihr seid gleich fertig. Na los. Dann ab zum Auto. Machen das mal ein bisschen schneller. Gucken aber hier. Sehr schön, jetzt könnt ihr das nämlich erstmal vollladen. Machen wieder langsamer. Könnt die beiden hier gleich noch mitmachen? Das ist ja verwunderlich. Ah, hier sind welche. Okay. Wir bleiben mal hier.
Ah, ich glaube, es ist klarer Himmel, deswegen können die gerade nicht raus. Wie viele Werkzeuge haben wir denn eigentlich? Drei. Nicht schlecht, kann man zumindest drei Felder schon mal. Und hier gehen wir jetzt gleich auch noch rein. So, jetzt ist aber hier erstmal ganz wichtig auch. Wobei, ich kann ja den Auftrag noch fortsetzen hier. Oder das Auto wird jetzt aber voll sein, ne? Ja. Das sollte noch passen, drei Plätze. Und da ich auf Nummer sicher gehen will, schicke ich die dann so hier hin. So, wir müssen noch mehr Bäume füllen. Operator, wir haben etwas Verdächtiges gefunden. Hier hängt ein großes Stück Trockenfleisch mit einem Seil drumherum, das an einem Gegengewicht befestigt ist. Scheint eine Falle zu sein, um etwas zu fangen. Vielleicht Menschen, vielleicht Tiere, vielleicht sogar Infizierte. Jemand muss das erst vor kurzem eingerichtet haben. Ja, was haben wir da letztes Mal gemacht? Das hatten wir ja schon mal. Du sollst mit dem Auto zurück. Inspizieren wir das einfach mal, oder? Oder war das... Was haben wir letztes... Ich glaube, ja. Haben die Werkzeuge... Jo, die haben zwei Werkzeuge gefunden. Also besser kann es ja fast nicht laufen. So, kann ich jetzt hier... Jetzt machen wir mal kurz Pause, weil ich das in Ruhe jetzt machen möchte. Kann ich jetzt hier das Tor noch reinsetzen oder nicht? Ja, aber es springt hier so rüber, warum auch immer. Dann bleibt das jetzt erstmal so. Ah, die Laterne ist noch nicht weg. Die muss weg. Genauso wie dann hier diese Gebäude weg müssen, dann ziehen wir das hier hoch. Haben die sich jetzt angeschlossen? Ja, drei Leute waren das. Wir waren 40, ne? So. So, wir haben Leute frei. Das heißt, die sind mit Holzfällen gut vorangekommen. Wir brauchen aber definitiv noch viel, viel mehr. Ich würde gerne das Gebäude hier aber weg haben. So. Wir brauchen einen Arbeitsbereich, in dem wir experimentieren und die gesamte Technologie aus der Zeit vor der Pandemie umgestalten können. Wir könnten dort auch alle Bücher aufbewahren. Lasst uns ein Forschungszentrum bauen und die klügsten Köpfe dorthin schicken. Ja, machen wir. Okay, let's do this. Machen wir. Ne, wo war denn das? Hier, ne? Ja. Forschungsstation. Wo machen wir die rein? Everything's collected. Area scavenged. Hier passen zwei Wissenschaftler rein, hier drei. Ich glaube, wir nehmen drei, sollten wir schon haben, oder? Hier sind es auch nur zwei, zwei, drei. Ja, also drei braucht es schon, glaube ich, oder? Haben wir eigentlich schon... Kochhaus, ja. Ja, Feld und Kochhaus. Aber alles auf einmal geht halt auch nicht. Ich möchte jetzt... Ist die Laterne... Ja, die Laterne ist weg. Ich will jetzt, wenn es nur der Anfang ist, hier einfach ein Stück...
muss das von vorne sehen. Ja, das ist ein bisschen unnötig, aber ich brauche das. Ich will das so genau wie möglich haben. Ist meine Macke. So. So sieht das gut aus. Wir machen es erstmal bis hier. Nee, sogar nur bis hier. So. Und. Wie war das? X und Y, ne? Ich will den so nah wie möglich hier ran eigentlich. Oder kann man die auch integrieren? Ne, kann man nicht. Na? So. So. Das wird heute nicht mehr, ist aber auch nicht ganz so schlimm. Wir haben ein paar Minuten, machen wir noch. Wir lassen jetzt mal die Zeit kurz etwas schneller laufen, dass die alle erstmal drinne sind. Jetzt kommen nämlich die ersten Horden. Jetzt weiß ich halt nicht, kann man eigentlich in diese Türme rein hier? Nee. Ah, die schießen aber sogar. Jetzt ist die Frage, ob die von hier mitschießen können. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Hat uns das Pistolen gekostet? Ja, anscheinend. Obwohl ich mir nicht sicher bin. Ich habe da nicht so wirklich drauf geachtet. So, und dann machen wir nämlich hier dann auch nach unten und stellen hier erstmal einen Turm noch auf. Für den Anfang. So, aber vielleicht sollten wir... Oh, oh. Ja, ja, so ist gut. So ist gut. Noch mehr? Ja, von der Seite ist mir das natürlich lieber, ne? Das Schild hier direkt in dem Turm drin. Naja, ist egal. Ich konnte es ja leider nicht abreißen. Sieht wirklich witzig aus. Hier unten. Ja, dann kommt hier noch ein Turm hin. Oder zwei, einer hier irgendwie so. Dann machen wir hier halt eben kein Tor rein. Obwohl das schon cool wäre, so ein zweites Tor. Aber das könnte ich ja auch mal ohne euch kurz auschecken, wenn ich da was wegreiße, ob das dann geht oder nicht. Das ist ja erstmal nicht so wichtig. Ihr geht mal hier vorne hin. Bleiben jetzt auch erstmal hier. Aber wir müssen dann auch schnell wieder los Essen holen. Und die Felder. Ja, da warten wir, glaube ich, noch ein kleines bisschen mit. So, wie viele Gebäude hätten wir denn dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also 14 auf jeden Fall, eventuell noch die 2, dann wären es 16. Das sollte doch an Gebäuden erstmal reichen. Wenn nicht, dann ist das halt so. Aber ich denke... Ja, wir werden es ja sehen. Kommt nichts mehr? Dann ab ins Auto einmal. Ach, warte, die sind noch nicht eingestiegen. Ah, doch, so geht es, weil ich schon vorher Shift gedrückt hatte. Macht mal das. Müssen noch mehr Bäume gleich in Auftrag geben. Aber gerade haben wir eh keine Arbeiter.
So, Nacht überstanden. Genau, baut man den kleinen bisschen Zaun da zu Ende. So. Seid ihr durch? Sieht so aus. Ui, das ist aber keine gute Ausbeute. Dann machen wir noch. Und dann erstmal zurück. So. Den Turm bitte fertigstellen. Ah, das war die Forschungsstation. Sehr gut. Da können wir ja gleich mal reinschauen. Wir sollen als erstes diese Antenne machen, wegen Wetter dann auch und so. Ich überlege, ob wir aber diesmal zuerst sofort das hier machen, damit wir Werkzeuge haben. Weil wer weiß, für was man die alles noch braucht. Was sind denn das? Also es ist nur ein Punkt. Ja, mach erst das. Und danach machen wir höchstwahrscheinlich Konstruktion. Oder Lebensmittel. Auch nicht schlecht. Müssen wir nochmal gucken. So, das Gebäude ist weg. Jetzt kann ich hier auch nochmal eine kleine Palisade bauen. Also ein kleines Stück. Was ich gerade noch überlege ist... Oh Gott, falsche Taste. Nein! On my way. Roger. Ob man sie vielleicht so macht. Ah, nee, wir machen das so. Das wird mir zu viel. Ist das ungefähr ein rechter Winkel? Zum Beispiel, das wäre echt schön, hätte ich das rausgefunden, wie man hier irgendwie was einrasten lassen kann. Ich check's halt nicht. Viele platzieren ist gedrückt halten. Nicht einrasten ist... Ich verstehe es nicht. Irgendwie verändert sich dann nichts. Muss ich das vielleicht vorher nochmal abbrechen? Muss ich das vielleicht vorher machen? Ach, das ist hier anrasten. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Ja, dann kann man das mit dem Winkel nicht. So, bitte. Da noch den Turm rein. Hier. Und hier. Und... So. Zack. Jetzt sind wir bereit, eine Antenne zu bauen. Sobald sie funktionsfähig ist, können wir über weitere Strecken Nachrichten senden und empfangen. Vielleicht findet man auch so neue Leute. Okay. Dann werden wir die jetzt noch in Auftrag geben. Ist unter Sonstiges. Okay, endlich mal etwas, was wir selber stellen können. Stellen wir die hin. Ich würde die gerne hier so hinstellen, glaube ich. Ich glaube, das machen wir auch. Hoffentlich machen sie die uns nur nicht sofort jetzt kaputt. Nein, falsche Taste. Ist das so einigermaßen? Ja, ich weiß, für viele spielt das keine Rolle. Ich brauche das so ein bisschen. So. So, jetzt haben wir nicht genug Pistolen. Was hat's eigentlich hiermit aus? Fallenbogen, eine... Dann müssen wir erstmal das nehmen. Und hier auch. Ist ja immer noch besser als nichts. Und dann müssen wir schauen, dass wir ein paar Waffen nächstes Mal finden. So. Genau. Tag ist jetzt eh gleich rum. Dann müssen wir auch wieder... Holz noch ranholen. Da könnt ihr ja einfach mal hier weiter in der Nähe schön bleiben. Hier.
Und der Tag ist jetzt eh erstmal rum, beziehungsweise bricht die Nacht jetzt wieder heran. Genau. Dann würde ich sagen, soll es das für die erste Folge der zweiten Staffel gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, wie ich es bis jetzt umgesetzt habe. Ich finde es schon mal sehr cool, wie es bis jetzt geworden ist. Und dann sehen wir weiter in den nächsten Folgen, wie es so läuft. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Nicht vergessen zu kommentieren. Und auch mal zu bewerten. Gerne. Und im Idealfall halt auch mal zu abonnieren. Aber das wisst ihr alles selbst am besten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bleibt gesund.